The Convenience Store. Wir sind eine junge Dame, die die Nachtschicht in einem Convenience Store hat. Und da passieren gruselige Dinge, weil das ist ein Horrorgame. Und was für gruselige Dinge da passieren, das finden wir zusammen raus. Ich drücke Start. Ich muss Sound vielleicht über Windows einstellen. Das Spiel hat nämlich einfach keine Sound-Einstellungen. Es ist Zeit. Chat, es ist Zeit. Oh, es geht los zur Arbeit. Ach, Mann. Ich möchte nicht zur Arbeit. Aber ich habe gut geschlafen. Wilder Grafikstil. Also, wilder. Ich glaube, ich kann die Kamera nach oben rechts machen, denke ich. Wir riskieren es einfach mal. Kamera nach oben rechts. Hallo, hallo. Wir haben gut geschlafen. Aber es ist einfach dunkel draußen. Es ist super laut. Vielleicht werde ich mich da erschrecken. So, was mache ich denn? Kann ich irgendwie. Ich habe nicht. Interact war bestimmt eh, oder? Okay. Moment, ist das. Das ist unsere Wohnung. Wir haben einen Tisch. Eine Wollmaus. Ein bisschen Tee. Chips. Ist das Chips? Sind das Chips? Könnten Kartoffelchips sein. Es ist 23:30 und das war unsere Wohnung, oder was? Zumachen. Oder gehört das noch mit dazu? Ich brauche eine Taschenlampe. Was bist du? Die Taschenlampe. Das gehört also noch mit dazu? Ach du Scheiße, das sieht aus wie draußen. Das sieht aus, als wenn ich hier Betonboden hätte. Holy shit. Badezimmer. Küche. Stromkasten. Und geheimer Raum, wo Leichen drin sind. Gut. Wir kennen unsere Wohnung. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal arbeiten. Aber wir brauchen. I need to eat something. Also wir müssen was essen, wir müssen uns umziehen und ich brauche die Taschenlampe. Okay, dann heißt, wir gehen erstmal was. Ich achte, wir arbeiten im Convenience Store. Kann man sich da nicht was gönnen? So, gib mir die Chips. Geht nicht. Mikrowelle? Nein. Kühlschrank? Kühlschrank, it is. Das ist eine Bento-Box. Esse ich einfach so? Ja. Es ist sehr laut. Aber gut, ist ja Horror, ne? Tür zu. In der Zeit ziehen wir uns schon mal um. Reicht jetzt auch, ja? Okay, ich muss es minimal leiser machen. Das war schon sehr, sehr laut. Aber gut, nur ein bisschen. The Convenience Store. Machen wir ein bisschen leiser. So. Ja, das klingt gut. So, ich habe gegessen, die haben mich umgezogen. Wir haben eine Taschenlampe, die ich auch zu Hause brauche. Anscheinend ist ja auch dunkel, ne? Perfekt. Eine Wand. Ich wohne einfach. Wow. Schön. Ich glaube, also das kann niemals der richtige Weg sein. Ich gehe mal woanders lang. Das kann ja. Ich glaube, wir müssen hier lang. Schöne Umgebung. Ach schon, schick. Wir folgen den Lichtern. Eindeutig folgen wir den Lichtern. Aha. Da hinten brennt richtig viel Licht. Oh. Moment. Muss ich da eine Leiter... Nein, niemals muss ich da eine Leiter runterklettern, oder? Man kann ein bisschen rennen. Oh, das ist...
Ist das gut oder ist das schlecht, dass man rennen kann? Ich muss doch hier runter, oder nicht? Nee, geht aber nicht. Wir gehen weiter. Und genießen. Die Aussicht. Das sieht gut aus. Dann. Also, ich bitte dich, wo soll ich denn wohnen? Das ist mein Arbeitsweg? Ach du Scheiße. Ich will noch nicht mal. Ich will wieder zurück zu. Hier arbeitet aber auch sonst keiner. Ja, ich bin gespannt, wann hier, ob hier Jumpscares, also was so der Gag ist. So, sind das Jumpscares? Puh, nicht spoilern. Ich bin aber, mal schauen. Aha. Ja, das ist unser Convenience Store. Ja, man braucht auch viel Platz. Da ist anscheinend richtig was los zu sein hier. Ist hier Raucherpause oder was ist hier los? Ich weiß, was hier wirklich passiert ist. Ich wurde gerufen, um euch alle zu warnen. By the name I cannot speak of, von bei dem, dessen Namen ich nicht nennen darf. Der Tag der Gerechtigkeit wird kommen. Ja, wer bist denn du? Ach du Kacke, hat's gut erwischt. Der dunkle Lord wird uns also holen. Geil! Schöner Sound. Ist halt. Wer bist denn du? Oh Gott, du hast es geschafft. Hm? Ich habe gehört, dass jemand von der Brücke gefallen ist, die du gekreuzt hast. Da war eine alte Lady. Sie hat einen Mann die Brücke überqueren sehen, aber seine Beine haben komplett in die andere Richtung geguckt. Sehr gruselig, sehr gruselig. Wenn das eine wahre Geschichte wäre. Sorry. Okay, also es gibt wohl ein Monster. Aha, aha. Nudelsuppen haben wir. Chips. Dieses Regal sieht gut aus. Dieses Regal sieht auch gut aus. Da sind manche Sachen abgelaufen. Ärgerlich, ärgerlich. Moment, ich muss ja... Wie arbeite ich? Sorry. Kann ich einfach rein? Nein. Oh, Moment. Enter the counter. Okay, wir arbeiten jetzt. Oh Gott. Hä, das ist ja lustig. Die haben einfach so ein Gesicht drauf geklatscht. Bitte. Ich denke, ein bisschen was von dem Essen ist abgelaufen. Und das müssen wir austauschen. Gezeichnet der Manager. Das hier ein Zettel. Use CCTV. Oh nein. Wo ist das denn? Bestimmt hinten. Vorne. Und Regal von der anderen Seite. Okay, 4 Kameras. Okay, okay. Aber was habe ich jetzt hier für einen Zettel gehabt? Der ist hingefallen. Hallo, was ist das? Okay.
Punch-In. Oh, ja. Wir stempeln ab. Wir arbeiten jetzt. Ach so, und er hat Feierabend. Okay, ich verstehe. Beobachten wir doch erstmal, was der Bengel macht. Aha! Verschwindet. Einfach so. Hat nicht mal Tschüss gesagt, muss man sagen, ne? Ab jetzt ist Grusel. Da kommt ein Auto. Oha! Komm, fair. Hallo! Schönen guten Abend. Aha, ich kümmere mich mal um das abgelaufene Essen, während der hier chillt. Thank you's choice, I give it a try. Ist das der Manager? Ne, der hat sich dann Bento gegönnt. Wo ist denn hier das abgelaufene... Da. Moment, ich habe also Müll in der Hand. Oh, ist das hinten? Ich habe Müll in der Hand. Oh, ja. Perfekt. Mitarbeiter des Monats. Pack das da weg. Schnell wieder rein. Kundschaft. Ich kann nicht mehr rennen übrigens. Würzel. Ist er noch da? Ich will nicht noch. Ich habe gerade keine Zeit. Ja, oh mein Gott, warten Sie, Sir. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ja, genau. Easy. So viel einfacher als bei uns. Hier war doch noch was, oder? Boah, wir müssen... Ich muss ja ackern. Ich hab hier Angst, dass hier gleich ein dicker Jumpscare kommt, ey. Rein in den Müll. Sieht gut aus jetzt, ne? Okay. Hallo? Da ist nix. Ich hab alles. Ich hatte doch alles im Blick. Das ist ein... Das war niemals das Auto, oder? Oh. Ich krieg $13 die Stunde in der Nacht. Das Ding ist kaputt. Ha, Mann. Ja, alles Gucci aus. Alles safe. Hey Sven. Ich hab doch hier... Ein Auto? Da kommt wieder wer. Da kommt, keine Ahnung, der Hulk oder so. Post. Hallo. Es ist sehr spät für einen Lieferanten.
recently incorporated the system exclusively for convenience stores that are open late at night. Okay, also die haben mir diese späten Lieferdinge extra für solche Convenience Stores eingerichtet. Und das wurde direkt an unseren Laden gesendet. Und der Name stimmt mit meinem Namensschild überein. So, ich denke, das ist für dich, Gebär. Dankeschön. Warum? Achso, Moment, das ist an mich, das ist nicht an den Laden. Dann nehmen wir es mit heim. Ist aber laut. Oh, ich bin wieder zu Hause. Warte, ich bin gerade am Desktop. Gott, oh Gott, ist das laut? Die Mikrowelle ist an. Ich habe nichts getan. Okay. Surprise Microwave. Was ist das? Ist das eine VHS? Habe ich einen Fernseher? Das hier? Ja. Jetzt wird's gruselig. Oh, aber erst essen. Entschuldigung, ich muss erst was essen. Ist leer. Fuck. Das ist eine Stufe und ein Absperrband. Und davor ist ein Brief. Das war's? Okay. Kurzes Video, hat sich ja gelohnt, die Videokassette. Ich nehme die wieder mit. Warum kriege ich das per Post? Soll ich jetzt machen? Einfach wieder, soll ich das jetzt suchen? Dann suchen wir das mal. Das muss ja in der Nachbarschaft sein. Ach Gott. Wir nehmen unsere Taschen. Hallo? Taschenlampe schließt also die Tür. Hab ich mir ja schon. Okay, unsere Tür muss diese Nacht offen bleiben. Ach, ist es dunkler geworden? Oh oh. Warum ist denn hier kein Licht? Okay, es ist einfach arschdunkel. Das wäre ja sowas von ein Schocker. Ist die Taschenlampe an? Oh, war das die Brücke vielleicht? Weil wegen dieser... Die Legende da? Oh, Moment, das hier sind... Nee, kein Absperrband, kein Absperrband. Hey, Moment, müssen wir jetzt hier nicht die Brücke kommen? Hallo, warum wurde denn hier das Licht vergessen heute? Kann hier einer mal die Lampen anmachen? Ist überhaupt schon der nächste Tag oder hätte ich, ich hätte schlafen müssen, oder? Ich glaube, es ist gar nicht... Obwohl. Ich glaube, vielleicht ist ja gar nicht der nächste Tag oder habe ich was verpasst? Ich gehe einfach nochmal zum Laden. Oh, ich kann ja rennen. Oh, Rennen ist schlecht. Dass man rennen kann, ist nicht gut. Oh, er ist aber wieder da. Okay, also ist der nächste Tag. Hello! Was geht? Hey, hey. Ich habe gehört, dass du eine Tür reported hast, die immer wieder von alleine... Ach so. Wir haben jemanden, der den Sensor checkt. Vielleicht sind die kabellose. Oh, du dachtest, es ist etwa ein Poltergeist. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Aber das war alles scripted. Geister sind nicht real. Ja, ja, okay. Geh mal raus da jetzt. Ich arbeite jetzt hier. Verzieh dich. Stempeln. Was muss ich heute machen?
I saw some rats behind the store. Ach du Scheiße, der Mülleimer wurde offen gelassen, jetzt haben wir Ratten. Und wir müssen die Ratten loswerden. Okay, auf geht's, Chef. Guck wieder, was der Bengel macht. Oh, ja, gut. Die Mülleimer sind umgefallen. So, wohin geht er jetzt? Er geht wieder nach rechts. Geht er einfach nach Hause oder hat er ein Auto? Was ist das da links? Da ist ein Geist. Da ist eine Omi. Das ist oder ein Opi. Oder ein Geist. Läuft er falsch rum? Hat er die Beine falsch rum? Das ist ja. Das ist der Geist von der. Das ist der Brückengeist. Ah, nee. Das ist Peter. Das ist ein Rollator. Das ist ein Rollator, alles I. Für ein Auto? Ah, das ist er. Er hat also da hinten geparkt. Okay, safe, safe, safe. Aber da kommt gerade jemand. Ein Opa oder eine Oma? Ich weiß immer noch nicht, könnte eine Omi sein. Boah, gruselig. Kommen Sie rein, Omi. Oh. Wir haben geschlossen. Okay, das hält sie nicht auf. Holy shit, das ist der Geist. Die redet nicht mit mir. Dann sollte sie sich erstmal holen, was sie braucht. In der Zeit kümmere ich mich mal um die Ratten. Da habe ich ja ewig Zeit. Wie bekomme ich die Ratten eigentlich weg? Ja gut, also hier ist der Müll. Das da könnte eine. Ja, das ist eine. Oh, das ist auch eine. Links klicken kann ich sie nicht. Das gute Rattenspray oder was? Oder Rattenseife. Ja. Gut, easy. Einfach weggeklickt. 6 Stück, ich habe 2 gesehen. Ratte? Ach du Kacke. Boah, die sehe ich ja gar nicht. Ich sehe die nicht. Ich spam einfach Linksklick. Ja, Linksklick spam it is. Da war auch eine, na klar, ich habe sie auch gesehen. Ja. Perfekt. Oma? Haben Sie schon was geklaut? Gekauft? Wollen Sie was kaufen? Wo ist sie hin? Wer ist er? Oh Gott, hinter den Schalter schnell. Hol die Waffe, Shotgun. Yo. Ich bin in Eile. Kannst du mir ein paar Sachen zusammensammeln? 5 Bier und eine Packung Zigaretten. Warum ja, soll ich mich beeilen, Alter? Das ist die Kim? Yeah. Ich hab 2 Flaschen. Moment. Muss ich ihm jetzt da die Sachen holen oder was? Aber wo ist die Omi? Wollen wir denn. Ja! Warum holt er sich dann nicht selbst den Schmuh? Oh, Bier. Ach du. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob man sich Sachen ins Inventar stecken kann.
Die Musik ist schön. Aber die Oma ist einfach weg. Oh, man konnte aber auch nur 6 anscheinend rausnehmen. Ich habe gespammt. So, jetzt mache ich da noch Prozente drauf, du Bengel. Komm her. So. Tschüss. Wo ist die Oma? Oh! Da ist, lol. War ein Bad, oder was? In ein Badezimmer? Der muss ja. Oder war die im Lager? Deswegen, Bad. Ach, wo ist Ken? Weißt du, wo Ken ist? Ich habe seine Stimme gehört. Ach du Scheiße. Das war bei meiner Tochter zu Hause. Was hast du getan? Wie kannst du? Okay, Omi, okay, okay. Aha. Aha, aha. Die guten japanischen Toiletten. Stark, stark. Hörst du? Die geht einfach aufs Klo. Nichts. Die hat nichts geshoppt. Die hat einfach nur... Die hat einfach nur hier, war die auf Toilette. Sind die japanischen Toiletten wirklich so? Ja, naja. So, hinten liegt noch der Müll. Die Oma sprintet davon. Ich habe die Ratten beseitigt. Alles easy, oder? Aber das auf dem Videoding sah nicht so aus. Wir sind da so Treppen hoch. Da waren Treppen. Da war auch heller. Das hatte ich hier, das war das nicht. Oh! Ein kleiner Bub! Ah. Da war ein kleiner Junge oder so. Hier. Ja, ich sehe da nichts mehr. Taschen. Ach! Oh. Hat der nur die Tür aktiviert oder was? Da war ein Kind. Dachte ich. Ach, der Lieferant. Oder mit einem fetten LKW. Hey, schön, dich wiederzusehen. Dieser unaufhaltbare Trend, Sachen nur noch online zu bestellen. Egal. Ich habe wieder ein Paket für... Nein, it seems to be a package that needs to be... Ich, ein Paket von mir. Warte kurz. Oh, es ist gerade gespawnt. Perfekt. Ey, das Paket ist gerade gespawnt. Das kannst du gerne haben. Haben wir jetzt Feierabend? Und ja, der CCTV, oder? Sehe ja eh alles. Kann auch noch Zoom. Das ist wild. Ja, ich glaube, wir sind fertig, ne?
I saw some rats behind the store. Hab ich. Vielleicht kann ich den Müll wieder aufstellen noch. I'm at home. Ich hab diesmal... Lol, man sieht seinen Laden von da hinten. Es regnet. Und dann wollen wir mal wieder zu... Was ist das? Umbrella. Ja, den Schirm nehmen wir mit. Taschenlampe nehmen wir mit. Es klopft fucking an der Tür. Hallo? The box. You opened it. Was war das denn überhaupt? Ein neues Tape. Ey, wir haben es doch noch bekommen. Diesmal wurde es... Habe ich meinen Schirm an? Oh, ich habe meinen Schirm auf. Ja, es regnet. Ja, regnet ja auch. Mach mal an da jetzt. Das ist halt wieder eine Treppe. Ich sehe einen Busch. Das, ich glaube, das ist nicht am Laden. Ich glaube wirklich, das ist nicht an unserem Laden. Das erste Ding... Ich suche das jetzt mal kurz. Das wird nicht an unserem... Das wird nicht der Store sein, aber... Es wird einfach dunkler. Ja, gut. Ich kann nur zu unserem Laden. Ah ja, es ist ein bisschen heller geworden, Chat. Ich bin eingebrochen, bei wem? Es ist ziemlich laut. Ich gehe mal wieder arbeiten. Ich guck mir das hier unten aber mal kurz an. Hier war ich noch nicht lang gelaufen. Also jetzt wieder, ja, jetzt bin ich wieder back on track. War da Blut? War der Moment, das war die Treppe? Das hier war nicht die Treppe. Das hier ist halt eine x-beliebige Treppe, aber da ist kein... Da ist kein Band dran. Bin jetzt mal ein bisschen weiter gelaufen. Hier ist noch eine Treppe. Aber das ist auch nicht richtig. Also, es sieht nicht richtig aus auf Anhieb. Das hier vielleicht. So eine Treppe war das halt. Aber ich glaube, das sah auch anders aus in dem Video. Das auf jeden Fall nicht. Wir gehen mal zum Laden. Bevor ich hier noch gefressen werde oder so. Vielen Dank für euren Support, Leute. Das müsste jetzt die Brücke sein.
Ich erwarte eigentlich auf der Brücke jedes Mal irgendwie einen Geist. Wir sind gleich am Laden und müssen wieder arbeiten. Ich freue mich auf die Nachtschicht. Das kann ja nur fantastisch werden. Oh, Gott sei Dank ist der Regen leise. Ey, wo ist er? Der Bengel arbeitet nicht. Er ist bestimmt am Klo. Na? Oh, ist er nicht. Ich bin auch einfach reingegangen, frech. Hey! Kollege! Ich arbeite dann jetzt einfach. Wir checken rein. Oh! Buh! Schreibt er. I got you good. Haben wir dich erwischt. Okay, okay. Ich höre auf. Ich verspreche es, ich werde es nicht nur... Schwein. Some products were missing on the shelf. Was heißt missing? So please restock by tomorrow morning, your manager. Ja, ich check ein und du haust ab jetzt. So, verzieh dich. Und dann mache ich das direkt. Bum, bum. Hier fehlt was. Wir packen neue Nudeln ins Regal. Rot zu rot. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Was ist denn das hier? Da, Chips. Wir brauchen diese Chips da wieder. Müssen wir noch mehr holen aus dem Lager? Was war das? Oh, das war immer noch... Oh, oh. Oh, oh. Die Tür ist zu. Und ich habe Steps gehört. Ich habe mich mit bewaffnet. Mit Nudeln. Das geht mir im Laden. Bin eingesperrt. Hilfe. Okay, die Tür geht auf. Die auch? Okay, die auch, die auch. Wer ist im Laden? Hallo? Oh Gott, was ist das? Im Lager noch. Oh Gott, ich muss immer noch aufräumen. Ich sehe keinen. Ah! Da ist wieder wer. Jetzt gucke ich aber erst. Wer ist er denn? Oh Gott. Ach, ein Doktor oder was? Hamada. Da ist was mit der, mit der Klima kaputt. Geht um das Essen, muss er frisch bleiben. Der sieht aus wie ein Arzt. Der hat doch hier so eine Maske um. Also der kümmert sich um die Klima, hä? Dich habe ich im Blick. Da ist er also, ja? Vor Corona waren die Masken für Feinstaubhand, also Handwerker. Er sah halt aus wie ein Arzt. Sieht halt aus wie dieses typische Arzt-Outfit, weißt du? So dieses... Moment, wo ist er jetzt? Kommt er da hinten raus? Ja, wo geht's denn da hin? Das ist doch der... die Bänder sind kaputt. Habt ihr das gesehen? Aber erstmal gucke ich, wo er hin ist. Boah! Der Regen ist laut! Er ist hier lang gelaufen.
Na, da ist er. Machen Sie da mal, Chef. Was ist das hier? Oh Gott, oh nein. Können Sie das auch reparieren? Hallo? Was ist denn das? Das war das, oder? Das Bild hat das hier gezeigt, oder nicht? Was ist das hier? Ist abgeschlossen. Das ist unser Klo? Er ist schon fertig, ja moin. Hat er gut gemacht, oder? Tipptopp. Ja, dreht sich. Stark. Irgendwas ist im Laden. Ich bin warum? Hä? Warum hab ich A das Ding? Ach du. Warum hat er das Ding da liegen lassen? Hallo? Oh Gott, jetzt ist wie. Sir? Hä? Chef? Was ist das für ein Auto? Hallo? Wer ist sie denn? Was passiert hier? Ich bin ver. Warum hab ich jetzt diese doofe Zange? Und was mach ich damit? Die shoppt ganz normal, oder? Die shoppt. Ich leg das mal ab. Hallo? Natürlich. Hey. Arbeitest du hier alleine? Na klar. Das kann ich nicht glauben. Welcher Manager bringt eine Frau in die Nachtschicht? Ich sehe, du hast keine andere Wahl. Ich gebe dir meinen Glücksbringer. Na klar. Ich habe hier meinen Glücksbringer. Warum habe ich das Ding? Ich muss damit irgendwas noch machen können. Ich repariere jetzt die Klima. Ist da noch was kaputt? Ich bin Handwerker. Oh, ich erschrecke. Klar. Einfach mal aufmachen. Aha! Der Schlüssel! Hallo, böser Geist? Es ist auf. Wie? Meine Arme werden taub, wenn ich es versuchen will zu öffnen. Es fühlt sich an, als würde mich etwas greifen. Mach auf da jetzt! Kann man das hier wieder zumachen? Ach du Schell, rein. Na, wieder rein in den Laden. Mach zu, den Lachs. Okay, okay, alles easy, alles easy. Der Handwerk. Das ist ein RC-Car. Oh, das Klo spricht zu uns. Hallo? Oh nein, wir wurden wieder eingesperrt. Oh nee! Wir wurden ausgeraubt! Was ist das, ein Pferd? Das wäre am Computer! Niemand am Computer, ach du Scheiße. Moin.
Ah ja. Hallo? Muss ich, ich kündige. Pickup Talisman? Nö. Mach die Scheiße hier zu. Aha, aha, aha. Ich hab ein bisschen Angst, ich hab ein bisschen Angst. Ich werd gleich gebacksteppt oder so. Kann ich das wieder einräumen? Muss ich die aufheben, damit zwei... Ich muss sie wahrscheinlich aufheben. Oh, warum soll ich die Talismänner aufheben? Pack die weg! Hallo? Boah, der Sound. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich die an diese Holztür jetzt kleben muss oder so. Aber dann, ich mach das ja eigentlich nur schlimmer. Also, ich will das ja eigentlich nicht machen. Exercise the door. Naja. Da lag A, wer und da habe ich eine 4 gesehen. 4. Der Manager. Ich bin eingesperrt. Du bist tot, oder? Ja, du bist tot. 4. Da passiert was. Herein! Oh! Okay, easy. Bin wieder zu Hause, alles safe. Ich hab kein Video. Doch, ich hab ein Video. Wo kommt das her? Aus der super scary Box. Das ist die Tür. Safe. Also das ist die Holztür. Die ist aber jetzt offen. Das heißt, wir haben... War das ein Albtraum? Was ein Albtraum? War das alles nur geträumt? Ja, klar. Ach, Mann. Und wieder rein ins Abenteuer. Es regnet nicht mehr. Wir gehen wieder durch die Gassen und freuen uns wieder auf unseren Arbeitstag. Also dann ist ja, jetzt ist ja Showdown oder was? Wir haben diesen Geist schon gesehen, also... Wer ist der kleine Junge gewesen, der da an unserer Tür rumgelümmelt hat? Das war wahrscheinlich nur ein Streich. Wir haben schon einen Geist gesehen, der sogar Talismane dagelassen hat, damit wir auf jeden Fall schon verflucht sind. Der Manager ist tot und wir ackern trotzdem. Nice, sehr geil. Also klar, der Manager ist down. Wer bezahlt uns? Das wissen wir noch nicht. Das finden wir am Ende des Monats raus. Also wir gehen davon aus, dass es ein Albtraum war.
Jetzt passiert wahrscheinlich was auf der Brücke. Jetzt kommt das mit den umgedrehten Knien. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Klein Sprint, klein Sprint. Er ist wieder nicht da. Das Lager ist auf. Ist es wieder zu? Ist es wieder zu? Ist wieder safe? Ist wieder. Das ist ein Fliegen. Ich dachte, da redet wer drin. Ja, wahrscheinlich, weil da eine Leiche drin ist. Wir müssen wieder alleine arbeiten. Es ist wieder keiner da. Ich werde jetzt, wenn er jetzt denselben Jumpscan nochmal macht, der Bengel. Okay, okay. Ich kann nicht abstempeln. Boah. Ja, gut, dann gucken wir uns mal an, was wir so im Fernsehen sehen. Okay, alles gut. Alles gut. Alles safe, alles safe, alles safe. Der Chef ist tot. Da muss ich ja irgendwie da hinten reinkommen. Silent Hill? Ist das die Talisman? Ach du Scheiße. Wo ist meine Rohrzange? Oh, ich kann ins Lager. Hallo? Oh, abgeschlossen. Oh, nicht abgeschlossen. Oi. Ich kann nicht gehen. Oh, Moment, das ist eine Zone. Das wird diesmal nicht neu geladen. Das ist der kleine Bob. Wo ist meine... Die Kamera habe ich gesucht. Ja. Da ist er, der Stinker. Das war doch ein Kind. Oh, der hat sich einen Fernseher angeguckt. Den suche ich ihn gleich raus. Dann kann er zur Kasse kommen. Und dann geht er ins Lager. Nee, er geht nicht ins Lager. Guckt sich noch einen Fernseher an. Geht weiter. Kommt er zu mir? Nächster Gang. Okay, der bleibt immer schnurstracks vor irgendwelchen Fernsehern stehen. Also es ist ja... Der geht da hin und dann kommt bumm, Animation. Da wird am Ende wieder ein Jumpscare kommen. Der hat in jeder Reihe jetzt einen Fernseher angeglotzt. Geht er jetzt denselben Weg nochmal? Wenn er jetzt wieder hier lang geht, da ist er, und jetzt Mitte oben rechts. Das sind die,
Das sind die Fernseher. Oder der läuft einfach nur da rund. Wenn er, also das ist einfach dann so eine fixe Animation. Im zweiten Gang jetzt direkt unten rechts. Ja, ja, es ist also das Fix anscheinend. Ich habe vergessen, was er im letzten Gang gemacht hatte. Im vorletzten, in dem jetzt hier. Mitte oben rechts. Nee, guckt so nach unten. Fast am einen. Ich guck mal, ob er noch da ist. Da, oder er hat jetzt andere angeguckt. Sehe ich ihn jetzt noch? Nee. Kann man die Fernseher anmachen? Ja, könnte man. Den hat er sich angeguckt. Den hat er sich an... Oh oh. Ich will den wieder ausmachen. Warum hat der keinen Sound gemacht? Oh oh oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ey, ey, ey. Den hat er sich angeguckt. So, okay, ach so, okay, okay, okay. Warte nochmal. Dachte ich, hinter mir kommt ein Monster. Das heißt, wenn der Fernseher kein Geräusch macht, ist richtig. Weil der erste war safe. Kommt er jetzt nicht hier? Beim falschen Gang. Oben der. Okay, pass auf. Bei 3 bin ich mir sicher, wenn sich die Rotation nicht ändert. Und zwar bin ich mir sicher, bei dem anscheinend nicht. Ich habe es jetzt schon verkackt. Die Reihenfolge ist wichtig, ne? Das war der Fernseher. Der erste, den ich angeklickt habe, war der richtige Fernseher. Aber ich muss dann die richtige Reihenfolge machen. Das heißt, ich muss bei dem da anfangen. Der guckt nach unten, der Bengel. Den zweiten aber halt. Ja gut, ich kann es nur... Machen wir mal kurz einen Try and Error. Jetzt ist ja gerade eh schon Alarm. Der guckt ja den. Okay, du darfst 4 Fernseher anmachen. 1, 2. Ich weiß es nicht mehr. Der? Der, oder? Aber hier, die haben alle gerauscht. Na, ah, er ist gerade am Anfang. Ich glaube, er ist immer wieder am Anfang, wenn ich in die Kamera gehe. Wir gucken jetzt, ob es der Fernseher in der obersten Reihe ist oder ob es in der letzten, der vor, also die beiden da sind. Das gucken wir jetzt noch eben an. Aber warum hat der Bock hier Fernsehen zu gucken, der Bub? Wo ist er? Der ist langsam. Okay, wir sind jetzt gleich da. Sicher ist sicher, sonst muss ich ja noch eine Runde warten.
Der ganz oben. Es ist der oben, meiner Meinung nach. Wenn ich das so sehe, guckt er sich den da oben an. Wie komme ich eigentlich aus der Kamera raus? Es ist der anscheinend nicht. Meiner Meinung nach hat er den angeguckt. Oh nein. Hallo? Oh, da sitzt der Bob. Und ich sehe ihn nicht auf Cam, das wird ein Jumpscare. Ich bin tot, oder? Bin nicht tot? Hallo? Oh, wurden die Tage? Oh, nein, da liegt ein Tape. Ich dachte, ich bin in der Zeit jetzt zurück. Moment, hä? Ja, klar! Hä, easy! Ja! Man guckt sich keine verfluchten Videos an, vor allem nicht das vierte. I was sickened by the whole situation. I sealed the VHS tape carefully and decided to send off to the sender. Fortunately, the sender's address was on the box. Okay, also wir haben die zurückgeschickt. Wenn ich das alles vorbereitet hatte. Ich würde mich wieder relaxed gefühlt. Es ist sehr viel in der kurzen Zeit passiert. Gedanklich kam ich aber nicht hinterher. Ich weiß, dass ich mich ausruhen muss, aber ich konnte nicht einschlafen. Alles an dem Laden gruselt mich. Ich habe mich ein bisschen auf den. Ich habe mich einfach hingesetzt, um einen klaren Kopf zu bekommen. Was habe ich gesehen? Was ist passiert? Was davon war wahr? Ich hatte Angst. Ich weiß, dass ich die Wahrheit wissen muss. Ich möchte wissen, was passiert ist. Ich habe im Internet nach dem Laden nachgeguckt. Ich habe ein paar alte Artikel gefunden, wo der Laden gebaut wurde. In einem Forum stand, dass es auf einem Killing Property gebaut wurde. 2009 war da ein Fall, wo ein Mann, also eine Murder-Suicide-Story. Ich habe weiter recherchiert. September der 14. Der Mann hat sein Kind getötet mit einem Küchenmesser. Und während seine Frau im Grocery Store war. Als die Frau zurückkam, wurde die Frau ebenfalls getötet. Und dann hat er sich selbst erhangen. Die Frau war schwanger zu dem Zeitpunkt ihres Todes. Und sie wurde mit mehreren Nägeln in ihrem Bauch getötet. Aufgrund der Bilder musste ich mich übergeben. Ich musste ein bisschen weiter recherchieren. Ich versuche es jetzt auf Englisch zu lesen und übersetze dann alles. Sie hat versucht, mit dem Manager darüber zu reden, aber der Manager hat nie abgenommen. Der Manager ist wirklich gestorben. Und er ist wirklich in dem alten Lager hinter dem Laden gestorben. Also war das, was wir gesehen haben, alles echt. Und sie wird niemals wieder in die Nähe des Convenience Store gehen. Der Laden wurde geschlossen aufgrund von Poor Management, aber es wurden keine weiteren Details genannt.
Und nach einer Zeit haben sich die Geschichten um den Laden ein bisschen gelegt. Eines Tages bin ich bei dem geschlossenen Laden vorbeigegangen und habe die Stimme des Kindes gehört und habe die Frau gesehen. Und als ich in meine Hand geguckt hatte, habe ich gemerkt, dass ich einen der rostigen Nägel aufgehoben habe, mit der die Frau halt getötet wurde. Kommt noch ein Jumpscare. Es ist nämlich gerade lange nichts. Okay. A game by Chiller's Art. If you're interested in... Okay, Chiller's Art of Patreon Support. Der soll mehrere Spiele gemacht haben. Der oder die. Okay, das heißt, wir sind fertig. Und Ending 1 war das Steam Achievement, was wir bekommen haben. Ich denke, Ending 1 war gut. Ich glaube, wir haben das überlebt. Ich kann mir vorstellen, dass Ending 2 uns getötet hätte. Ich glaube, wenn wir das Video geguckt hätten, wären wir gestorben. Ich hätte aber gern gewusst, was auf dem Video drauf ist. Das heißt, ich konnte aber auch vorher nichts anderes machen. Dadurch, dass ich Ending 1 bekommen habe, habe ich alles richtig gemacht. Das heißt, die Talismänner aufzuheben, musste ich machen. Ich musste mit der Rohrzange den Ventilator aufmachen und das Ding aufmachen. Das heißt, ich konnte nichts anderes machen. Das Einzige, was ich noch anders hätte machen können, ist den Schutztalisman nicht aufzuheben. Aber das war gut. Das war spannend. Es hat Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, euch hat es ebenfalls unterhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich fand's, mir hat's gut gefallen. War spannend. Soundkulisse war geil. Der Sound des Ladens war wirklich 1:1 akkurat. War sehr, sehr gut. Wir werden uns von Chiller's Art dann wahrscheinlich noch ein paar angucken. Ich werde wegfragen, welche gut sind, ohne mich halt spoilern zu lassen. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal noch eins an. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls Spaß beim Zuschauen. Sollte das jemand auf YouTube sehen, würde ich mich sehr über euren Support freuen. Vielleicht sehen wir uns dann live beim nächsten Spiel auch wieder.